Ja. Ich weiß nicht, ob das Stream live ist oder nicht. Das ist gerade ein kleiner Test. Bisschen League of Legends, falls ihr mich schon hört. Ich gehe gerade auf den zweiten Bildschirm. Der Stream läuft. Ja, yeah, let's go. Ein bisschen League of Legends, ja, mehr nicht. Ein, zwei Runden, chillig einfach zocken. Und dann schauen. Ja, Ding ist reingeschickt, der Link, und dann starten wir mal. Wir gehen ein bisschen auf der Topline, Teemo spielen. Oh, Digga, ich hab den Titel, der Titel ist falsch. League of Legends, ja, moin. Ja. Ich hab's vergessen, es zu ändern. Genial. Aber vielleicht kann ich den Ballgarten machen, also probier es mal kurz. Wenn wir in der Matchsuche sind. Auf jeden Fall werden wir zu 100% Mordekaiser bannen, weil auf den habe ich überhaupt keinen Bock. Ja, warte mal, ich muss versuchen, irgendwie den scheiß Titel zu ändern. Ich gehe jetzt hier bei Ding rein, YouTube. Wo haben wir es denn? Hier. Oh, ein Match gefunden. Ja, sonst werde ich den Titel dann einfach umändern. Nachher dann. Im Nachhinein. Wir haben relativ gut. Digga, alle High Level. Relativ gute Mates, ja. So sieht mal so aus. Wir werden Teemo spielen. Wo ist ein Teemo? Hier ist Teemo. Ich bin verlegen, ob ich ihn auf Inspiration spiele. Kein Plan, was er geschrieben hat, aber ich darf ihn vermitteln dran auf die Topline. Wen bannen wir? Mordekaiser. Auf jeden Fall diesen. Ich hasse ihn. Man hasst ihn auf der Toplane. Ey, oh, Kai Teemo gebannt. Ist mal wieder absolut beschissen, dass der gegnerische Toplaner als letztes pickt. Ich werde easy gecounterpickt zu 90%. Ich sag's es ist. Jetzt bin ich kurz auf dem Stream drauf. Jetzt sieht man das die ganze Zeit. Ist ja mal übelst nervig. Ah, warte mal. Dann packe ich das raus, diese rote Schrift. Ist irgendwas verbuggt noch? Nein, ich hab das. Ich hab die Bildschirmaufnahme entfernt. Ich starte ganz gleich wieder. Hinzufügen, Bildschirmaufnahme. Okay, so. Wir werden auf diese Runde gehen. Es wird so schief gehen, ich sag's euch jetzt schon. Absolut. Bane, Alter, Schmutz. Captain Teemo meldet sich zum Dienst. Oder ich gehe auf Dark Harvest. Oder press the attack. Wäre auch alles eine gute Option. Ich glaube. Ich glaube, wir gehen auf die Runde hier. So. Bisschen umändern. Ja, das ist ein bisschen besser. Und der neue Feuerwerksteamer ist so cute. Wir haben eine Vayne auf der Top Lane. Ja, da ist es auf jeden Fall richtig, dass wir die Rune verwenden. Ja,
Fast Strike ist da dagegen nicht so ganz effizient. Let's go. Die Runde startet. Ja. Irgendjemand hat schon das Internet. 92% geladen, 94. Ich weiß, das ist dieser Kobold. Ah, welcher Player. Oder Lux. Ich hab Pike auf der Toplane. Nimm Pike auf der Toplane. Okay. Er hat eine 0% Winrate auf 3 Games. Es okay, es wird recht einfach, würde ich sagen. Ja, oder ich gehe doch Vayne hoch. Aber ich glaube echt Pike. Junge, wenn Pike auf die Toplane geht, dann weiß ich echt nicht. Junge. Haha, Timo, let's go. Wir gehen nicht mit Q zuerst rein, sondern mit der E. Was bauen wir denn gegen ihn? Gerne auf Doran's Ring. Erstatte Meldung. Hey, dieser Timo-Skin ist so cute. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Erstes Blut. Ja. Oh Gott, okay, Pike geht auf Verderbertränke. Versuchen direkt runter zu poken. Hat absolut schief hier wahrscheinlich. Habe ich echt nur. Alter, das ist nervig. Warum muss ich jetzt? Ich warte für eine Main und danach geht's wieder hoch. Oh ja, lol, die sind hier. Da kann ich selbst nichts tun. Tut mir leid, aber. Nein, danke, da gehe ich nicht mit rein. Okay, der Pike, Alter, weiß, wie es geht. Ach komm, zwei Minions. Weg von meinen Minions. Weg da. Wir brauchen keinen Speed. Junge, ich sagte, weg da. Von meinen Minions. Weg von meinen Minions. Ach komm,
Ich habe gerade alles gefällt. Das muss wehtun. Nice, Finn. Danke für Dark Harvest Deck. Bewaffnet und bereit. Okay, yo, keine Ahnung, wer mir Damage machen konnte, trotz meiner Q. Finde ich mal wieder genial. Ach, komm. Feigalt, Daumen, Hilfe. Ein Gegner wurde getötet. Der What the fuck, der hat schon. Hä? Hat die Hals. Wie. Ah, nee, ah, ich bin. Oh Gott, nee, ich bin so scheiße. Ich dachte, er hätte sein Smite schon geupgradet. Aber nee. Er hat gerade. Oh Gott, ich dachte, er hat schon alles Smites aufgebraucht. Dark Harvest Stack. Das muss wehtun. Jawohl. Weg von meinen Minions. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich werde die Wissens ausspielen. Trau dich, Pike. Komm, trau dich. Viel Spaß, Pike, ich kann da nicht entlang. Verliert. Ich habe einen Dark Harvest Stack. Ah ja, 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 ja. Noxion, Noxion. Und ja, kommt nochmal.
Ach komm, Junge. Ach, ey, Pike, Pike, Pike. So, Pike spielt halt nur mit Abilities. Das fuckt mich immer noch am meisten ab. Warte noch, bis ich meine Items habe. Ich geh auf CS. Du auch, aber scheiß drauf. Auf der Top Lane richtig nervig. Ist kein guter Pike. Das Problem nur, dass er am Anfang den Nocturne Gank bekommen hatte. Woher hat er zwei? Ach, sehr am Anfang, ja. Er ist sogar noch ein Toxic Pike. Hoffe, dass ich echt einen Tower Shot kassiert habe, das schmerzt. Enjoy the mushroom, boy. Hier schon die Plate und gehen zurück. Kommt zurück mit jeder Menge Cash. Oder wir gönnen uns nicht die Plate, weil wir es gerade so nicht schaffen. Gib mir die Plate. Kluftenform ist mein Lieblingsteam heute. Ah, fuck, ich brauche Mana. Ah, da peilt mich gerade irgendwo rum. Wahrscheinlich. Entlang. Muss ich doch Pike. Ach komm, Alter. Das ist anders nervig. Pike Ulti, Nocturne Ulti. Nocturne, Alter. Denkt auch so, er war Profi. Top-Lane-Abgang.
Weißt du, es wäre Pike nicht schon genug? Nee, Nocturne muss noch Dauergang. Toplane. Junge, warten die da. Ja, komm. Ein bisschen Dreck, aber geht. Oh. Spicy Torillo. Okay. Ja, die sind Premates. Ja. Richtig. Hauptsache, der die Premates schreiben einfach ineinander Report Bot. Ja. Genial. Ach, Urlaub. Was machst du hier? Wir sind, oder? Bewaffnet und bereit. Komm, try. Schaffst du eh nicht. Ey, kaum, dass wir den Cannon gefällt haben. Komm. Ach komm, Alter. Wie nervig. Ja. Digga. Warum? Ach komm. Und so nervig, Alter. Dieser Nocturne. Was hatte mit der Botlane? Also for real. Dann hatte wieder Nocturne und Pike beide geultet. Nur weil sie Timo nicht hinbekommen. Genial. Also ich würde Zeit langsam gegen den inneren Jungle einen kleinen Besuch abstatten. Der Nocturne hat inzwischen meinen Zorn. Und ich meine, ich habe das hier. Und das hier. Und kann ja zum Stärke 2 habe ich die Rune hier. So länger das Game dauert, umso näher ist der One-Shot nah. Nocturne, wo bist du diesmal? In Botlane. Ah, Midlane. Ach komm, Alter, das Spike-Ulti schon wieder Ulti hat. Das ist halt absoluter Dreck. Warum hat er schon wieder seine verfuckte Ulti? Alle 10 Sekunden seine verschissene Ulti. Ach, ey, leck mich einfach am Arsch, Pike. Du bist so ein genialer Charakter. Alter, ja, du bist es. Von mir aus, ja. Digga. Dieser Nocturne ist ja schon Feed. Pike wird langsam Feed wegen der Nocturne-Hilfe. Das ist for real. Der Nocturne war 4-mal hier oben. Von den 5-mal jetzt. Das ist anders nervig. Ein Mate will nicht aufgeben. Danke dafür, Zeri. Unser Jungler kriegt nichts geschissen. Ja, mir egal, Urlaub. Oh. Ich geh zum Nocturne Jungle. Wird schon schief gehen.
anders schief gehen, aber wird witzig. Jetzt viel Spaß. Noch schon noch. Wow. Das ist ein Pilz. Ja, gönnt euch. Ja, gönnt euch die Kills, Mates. Jetzt läuft sehr langsam. Dein Team hat einen Turm zerstört. Oh, ist ein Blue Buff eventuell, oder? Ist hier ein schöner Blue Buff für mich? Hier ist ein schöner Blue Buff. Glaube ich. Ja, ein bisschen mehr. Ein Verbündeter wurde getötet. Blutrausch. Das muss wehtun. Keine Ahnung, wo Pygas ist. Ah, Pygas in der Mitte. Oh, okay. Ist tot. Das heißt, ich gehe schön split pushen. Geil, Internet auf. Sorry, Leute, ein paar Lags. Geht wieder. Das sind mal so ganz kurze Internet-Lags bei mir. Der Flash war so useless, aber ich hab's trotzdem getan. Ach komm. Ah. Ein bisschen better. These were the deeds, würde ich sagen. Und wir haben den Drang dadurch durch den Split Push. Ist doch schön. Ich stehe echt nicht gut, aber scheiß auf, Alter. Ich hab meinen Spaß.
Der Gegner hat ausnahmsweise mal seinen Jungle gemacht. So, was könnt ihr jetzt machen? Jetzt könnt ihr euch einen Tower nicht mehr holen. Gold. Das hier ist immer witzig, wenn man hier ein Ding platziert, einen Pilz. Hier noch einen kleinen Pilz hin. Dann spawnt hier gleich der Scuttler, den gönnen wir uns gleich. Das muss wehtun. Wird wenn gut sein und gegen mich in den Fight gehen oder? Oh, und diese Pike ulti schon wieder. Ey, komm. Ja, Pike, du bist genial. Du bist es. Du bist einfach genial. Q und R drücken. Die einzigen zwei Fähigkeiten. Ja, der Pike verreckt noch wirklich komplett an meinen Fähigkeiten. Aber hey, Pike hatte geultet und die Vayne auch. Absolut genial, wie oft ich geultet werde. Oh, ja, Vega, enjoyen. Enjoyen meinen Feuerwerksknallern, meinen Polenböllern. Hier noch ein Polenböller. Oh, ja. Ja. Ich werde die Gegend ausspähen. Jetzt habe ich es auf dem Botland Tower abgesehen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Also ich bin dafür, dass wir es gewinnen. Ich werde gleich so hart drauf gehen. Ich werde gleich so hart drauf gehen. Oder auch nicht. Komm, trau dich. Trau dich, Vayne. Und kleine Lex wieder. Ich weiß auch nicht, was los ist. Bewaffnet und bereit. Enjoyen. Join the Mushrooms. Die Lux. Oh oh, sie wissen, wo ich bin, oder? Wissen sie es? Ach komm, Alter. Es ist doch... Dieses Verfluchen dauert so lange. Also for real, das ist absolut nervig. Ich brauch... Doch, ich spar kurz zusammen. Das, bis ich lebendig bin. Da schaut ihn euch an, wie close es war. Dieses verkackte Verfluchen. Warum? Weil Noctis einen absoluten Buff gebraucht hat. Also, ich weiß nicht, Riot. Ein bisschen useless, aber... Wenn euch das gefällt, dass ein OP-Champ noch mehr OP ist und noch mehr Leute spielen, die damit OP schon umgehen können, dann macht es. Ja. 2 Sekunden Stun im Fight. Und warum? Noctions E. Einfach nur. Nee. Daumen zu stunnen.
Ach, ist wieder jemand in meinem Pilz. Ah, die Vayne. Komm, leck mich am Arsch, Alter, ey. Warum? Es ist doch... Ach, diese Gegner, Junge. Pike, Nocturne, absolute Hurensöhne und Vega einfach nur Käfig und Kune. Ah. Der Vega, wie viele Stacks hat er denn? 300 Stacks, okay. Ja. Vega Player be like im Moment. 300 Stacks, Minute 30. Ja. Ein Gegner wird zum Berserker. Ein Gegner wurde getötet. Ein Zombie wird die Gegend ausspielen. Vega, du bist absolut genial. Ja, Alter. Pike. Ich kann halt real keinen fighten. Ich meine, die Mates müssten irgendwie mal zusammen in die Mitte gehen, ist komplett, da kann ich Split pushen, aber das geht nicht. Warum? Weil die Mates nicht hinbekommen. Na, oh, ist immer noch mal ein Pilz. Okay, Vayne, das ist meine Top-Lane. Hier wird kein Tower durchgepusht. So einfach geht das. Holy crap. Wie? Timo P. Like, Junge. Oh, Pike. Ach komm, er hat überlebt. Ach, das war... Oh Gott. Junge. Wir müssen einiges an Gold gerade aufgeholt haben. Oh, wir haben Hexsack. Oh, einer Drake noch, dann haben wir Hexsack. So, das war nice.
5 Minuten. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wird zum Berserker. Das heißt, ich geh jetzt auf die Botlane und play schon mal Pilze. Ja, ich gehe Botlane Pilz platzieren. Ich will den Drake. Und ich werde den Drake bekommen. Noch schon heute mal wieder. Jetzt will ich nicht mal aufgeben. Nee, jetzt konnte ich mal mit. Es ist halt absolut reiner Dreck. Bis 6 hat ein Vega. Ah, fuck, hat sie das zurückgegangen. Das ist das Problem. Wir haben Spanier oder Italiener im Team. Keine Ahnung, welche Sprache das ist. Aber ja. Drake spawnen in 2 Minuten. Wir brauchen den. Wen? Das ist ein Blue Buff. Ah, doch nicht. Der hat sich nicht den Blue Buff gegönnt? Wie bescheid, wenn man sein will? Wenn ja. Das Pikecamp ist nicht schön. Ach, warum bist du denn so alleine? Weil ich gerade alleine stream und der Vega irgend einfach absolut hardcore jeden One-Shot aus dem Gegnerteam. Oh. Nee, normal. Ich bin sofort wieder da, ne? Ich hör dich nicht halt. Ich bin gleich wieder da. Unser Urlaub, lass es mal bewegen. Dragon. Ich komm, bitte mal, jetzt hol ihn euch den Dragon. Das sind einige meiner Pilze.
Kann reinhockt schon. Die gönnen ja meine Pilze. Enjoy the mushrooms. Ja, wenn wir egal One-Shot das ist nervt. Oh Gott, Vega schon wieder. Okay, Vega hat schon wieder ein Quadra. Ja, ich bin gerade erst gekommen. Yay, Nocturne, komm her. Q. Oh, schade. Geil. Easy train. Ich habe 600 AP. Ein Gegner wurde getötet. Okay. Jawohl! Ein Verbündeter wurde getötet. Und Digga, wenn die Vayne mal wieder weit wegfetzt. Okay, komm Vayne, ich komm jetzt. Komm Pike. Die Gegend ausspähen. Euer Elite-Tor wird bald wieder aufgebaut sein. Digga, wenn Vega die ganze Zeit Sonias aktiviert. Sie geht auf Sonias, Junge, dieser Vega. Absolut einfach nur Sonias carried und meine Mates kriegen nichts geschissen. Also for real. Ja, das wird wieder ein Pentakill. Der zweite Pentakill für Vega, weil unser Mates nicht hinbekommt. Ach ey, das ist absolut genial, diese Runde. Ach komm, Mates, ihr seid alle, nee. Also for real, es ist rein beschissen, diese Gegner. Wirklich, der einzige Gute war eigentlich for real Zeri. Und das ist am Anfang vom Game. Zum Schluss dann auch nicht mehr.
Aber easy game. Wir warten jetzt kurz auf Eis. Ich hab ein bisschen Hintergrundmusik ein. Wo haben wir es denn? Ey, der Schmutz. Braucht niemand diese verkackte App. Ach, kein Plan, ich geh raus hier. Na, ich bin gleich zurück. Dann würde ich hier. Eis. Warte mal, ist da noch Discord? Nee. Doch. Ich habe nicht, ich hab nicht zugehört, was er gesagt hat. Ich hoffe, er kommt gleich.
Kosmos-Eis. Ach so, alles ist gerade auf Toilette. Ja, wir warten mal. So, bin da. Ja, Ofen normal, was wollen wir? Irgendwas? Nur das Bescheid, was ich bin live. Lull. Ich weiß. Sofort, ich guck noch kurz was an. Ich habe mir nämlich neues Mousepad gekauft. Ui. Von Razer. Eine Razer. Eine Razer ist eine gute Marke. Ja. Also ich bin bereit für absolut alles. Schmerzhaften Sachen. Aram! Damit meine ich Urf. Aram ist so schmerzhaft. Aram ist nicht schmerzhaft, das ist traumatisierend. Okay. Also, was machen wir? Such du aus, wir können normal. Mir ist Oder? egal. Uff, ei. Dann sehen wir uns beide auf der Botlane, hoffe ich mal. Smash passt Botlane. Oh. Ja. Ich werde eh in den Jungle gefüllt, also was juckt mich das? Auch wieder wahr. Erstmal auch automatisch übernehmen, wieder ausmachen, weil wir nicht im Urf sind. Ich werde Zeri spielen, weil das passt. Mir egal. Buns ist du Blitzekranke. Das ist mein Standard-Bun. Gut. Wen bann ich? Jhin, Ezreal. Iron Soul. Weg mit dem. ja, Jhin. Ich hab keinen Bock auf Jhin. Jetzt pickst du die Ezreal. Ja. Oh, wow. Spielen wir beide einen auf Abfuck? Wenn sie es so haben wollen, dann kriegen sie es so. Perfekt. Wenn sie das auch gleich bannen, dann spiele ich einfach Sona, Soraka, Seraphine, Lux, Sion. Oh, warte mal, wenn du sie ranziehst, sind sie ja in der Luft. Ich wollte schon sagen, warum spielt sie nicht Samira?
Diese Kombo ist absolut krank. Durch deine Passiv sind sie in der Luft. Durch dich werden sie angezogen, durch meinen Passiv sind sie in der Luft. Normalerweise sollten wir jetzt wirklich einen Yasuo haben, der nochmal die den ultet. Ja, diese Ja. Kombo. Die Gegner werden fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das einzigste Mal, wo wirklich ein Yasuo im Jungle gebraucht würden. Dann nimmst du Heilung Ja, und ich. Yasuo wurde gebannt. Soll ich Heilung mit? Ich nehme, glaube ich Oh, nehme da war's. Exhaust mit. Ich nehme Exhaust. Vielleicht. Willst du doch vielleicht Heilung mitnehmen? Ich weiß es nicht. Oder welche Ach Exhaust komm. ist mein Basic-Ding, was ich zum Beispiel auf Samira. Brauchst du nicht. Ich treffe doch eh jetzt dann. Die kommen eh nicht weg. Ja, trotzdem Exhaust dennoch verlangsamen schön, dass sie weniger Damage machen, wenn die beide pushen oder der auf den Jungle Exhaust. Für weniger Damage von dem Typen. You know? Und ich bin jetzt so gespannt, wie der Samira Buff ist. Ich habe sie noch nicht getestet seit dem Buff. Mensch, ich sag nur, der Jungler kommt aus dem Jungle und hat direkt eine Hand im Gesicht. Und dann nur eine. Du weißt doch, wie das Zack, zack, läuft. zack. Es ist ein Darius Jungle. Ey, Digga, das ist doch echt ein Witz! Ich hab's gesagt. Ey, komm! For Ezreal real? Newbie. Okay, Junge, der wird zerfetzt. Bei meiner. Digga, meine Tür ist schon wieder kaputt. Ja, meine Tür ist schon wieder kaputt. Ich hab nichts gemacht, gar nichts. Der Typ Support Main. Ah, es geht wieder. Look, Nautilus, Einfach Smash der Handwerker. Ein bisschen an der Tür gezerrt. Hiding on the street. Der bei mir öffnet sich Poro nicht. Genial. Wir haben eine Vibe. Okay, die kann was. Die Akali kann was. Wahrscheinlich. Der Kyono kann wahrscheinlich auch was. Seit lange nicht mal auf der Midlane gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, erst ein einziges Mal gesamt in der Midlane gesehen. Als ich ihn gespielt habe. Eigentlich wird For Real Gargas auch mehr in der Midlane gezockt anstatt ein Zed. Das ist For Real. Ich mag Gragas, den kann man so gut töten. Ja, aber wenn es ein guter Gargas ist, kann er Dauerstun. Wenn er weiß, wie man ihn skillt. Da komme ich mit zu meinem Töten trotzdem. Ja. Dun 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 da dun dun da da dun dun. Wir hatten vorhin in der Vorrunde davor verloren, einen Veigar, der zwei Pentakills gerissen hat. Fast drei. Und ich war immer der letzte Kill, weil meine Mates gestorben sind, nicht im Background vier Gegner rausgeholt hab, also zwei Gegner rausgeholt hab mit Teemo. Stimmt, ich muss ja wieder Heiltränke kaufen. Ich gehe auf Dorans Blade, ja, yeah, let's go. Oberkommando, schwarze Rose, was auch immer. Ich gehe dorthin, wo was abgeht. Das Leben ist einfach. Alter, dieses Mausbett ist richtig smooth. Digga. Ich habe immer noch dieses Koppel ungewohnt. Fette Anime Mauspad. Wie hast du da vorher mal gezockt auf der Bettdecke? Nein, ich hatte ein kleines Mauspad, so 0815, irgendwie sowas. Ach so. So ein Rotzding. Also ich habe ein XXL Mauspad. Und das Biest. Also for real, mein Mauspad ist so groß, das ist das ganze Laptop. Plus nochmal eine große Fläche, plus das Ding. Ich mach den Stream FSK 18. Der neueste Tratsch interessiert mich doch brennend. Und dafür ja, mit Strip Dancing. Naja, wohl eher nur tanzen. Ja. Phantomin Bilalk. Warum erinnert mich nie jemand ans Nachladen? Leg dich nicht mit mir an! Selbst lächelt noch bedroht. Hiding on the street, na 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 na. Déjà vu. Manche wählen Stahl, andere Kugeln. Warum nicht beides? Oh, ja moin. Da ist ja noch was an Smash, warte kurz.
So. Ja, unsere passiven Combo. Sondern die Eroberung. RB-like, ranpushen. RB-like, Half-Life. Nein, das ist nicht sichtbar. Ich erledige. Ui, Rakan. Er hat sich hinter uns. Auch nicht getroffen. Oh, der. Nerviger Rakan, ich merk schon. Ich meiner Vergangenheit einfach eine Kugel durch den Kopf jagen könnte. Erstes Blut. Mir ist langweilig. Kämpft mit mir. Jo, genau, triff mich durch den Vasallen durch, glaube ich auch. Gildshot halt, ne? Ich geh mal zurück. Sorry, Eis. Wir müssen ja nicht alles auf einmal töten. Ich brauche nur ein Auge, um mein Ziel zu treffen. Ich brauche viel Beltränke dagegen. Junge. Jo, ich hab so keinen Bock auf so einen verkackten Asyl hab. Komm mal mit einem verkackten Rackern. Bash, sie wollten den Tower machen, während ich unterm Tower stehe. Guck mal, wie sie jetzt aussehen. Darius hat einen schönen Kill gemacht, um auf. Ja, hey, also irgendwie ist es gerade real auf der Toplane, so Akali zu spielen. Meine Familie meint, ich soll sesshaft werden. Nicht mein Stil. Also, sie machen ein paar gute Damage-Trades, muss ich schon sagen. So, ich hätte meinen Job damit erledigt. Mit dem restlichen Mana. Vielleicht hättest du öfter lächeln sollen. Smash mal an, bis der Kali gekauft hat. Ich weiß, hab ich schon gesehen, habe ich ja gesagt, das ist anscheinend komplett der Meta im Moment. Mein Style. Ich geh auch noch mal zurück. Ich hol mir was zu trinken. Und vielleicht ein neues Spielzeug, was? Geboren in Shurima, großgezogen von Noxus. Wäre bestimmt lustig, wenn ich in Demacia sterben würde, was? Von meiner W würde auch noch dann Smash. Aber wir beide Teams. Ah nee, lol, unser Midlane heißt sogar die Toplane ganken. Unser Team an sich ist komplett scheiße. Oh ja, trifft dir eine Fähigkeit aber nicht? Ja, du bist einfach genial. Kein Problem mit Lebensverlust, ich kann es mir mit meiner Passiv wieder hochheilen. Darius hat Plate Smash. Nicht elegant, aber effektiv. Da ist dieser Ding aber so kommt, hätte ich echt nicht gedacht. Wie aufregend! Ha! Vielleicht lass es mich zur Feier des Tages tätowieren. Ja, der muss halt die Midlane und Toplane muss er nicht abgammeln, ne? Die ist ja so generell scheiße. Ein Verbündeter wurde
Du gehörst mir. Ja, Digga. Eigentlich aus Prinzip nicht aufgeben, nur um sie abzufucken, Smash. Ja, wir haben sie schön Damage ausgeteilt, würde ich sagen. Ich werde das nicht getroffen. Irgendwie so das Gefühl, dass Darius wieder runterkommt. Und sie haben Heal eingesetzt. Darius kommt. So einfach geht das. Mal Drake machen. Achso, ich wollte zurück Items. Zeig mir was zu gönnen. Also ich glaube, wir beide können das Game carryen. Ich mit einem High Feed Set. Ja. Aber es würde einen Counter können. Full Drake Soul. Oh mein Gott, Weigel. Ey, Digga, ich hatte nichts, was ich machen konnte. Lieber brutal als normal. Hm. Sie ist tot. Unsere Wei. Junge. Warum ist sie überhaupt nach da oben gegangen, statt direkt zurückzugehen? Nachdem sie Half-Life war durch den Drake. Alter Junge, jetzt stirbt sie durch den Tower. Ja, Digga, Ding bekommt trotzdem den Kill. Jo. Steckt eine Königin. Endlich ist was los. Oh. Jesus. Ich kämpfe nach meinen Regeln. Also ich könnte reingehen. Ja, die sind zwei Tore. Ich muss einen mit meiner E treffen, dann kann ich auch richtig mit reingehen. Yep. Ja. Meine Zeit ist Zeit kommt, Zeit kommt. Fuck. Dein Leben nicht. Trotze. Der ganze Weg nur um zu sterben. Nein, ich hätte gleich wieder die mal eine Ulti gehabt, hätte ich jetzt auf ihn gedenkt. Ach Mensch. Warum? Nein, ich von hinten drauf schießen müssen. Ich war tot schon, ich habe den Rakan schon geholt, aber dann hatte ich ja, du hättest nicht auf den Rackern gehen sollen, du hättest hinter mir bleiben müssen. Ah, schade. Da hast du zu viel gewollt gerade. Draken habe ich ja dann easy geholt, der war One-Shot. Aufgepasst, Jungs und Mädels. Das Problem war, Rackern hat mich hochgeschleudert. Ich habe meine E leider aufgebraucht in dem Moment, als er mich hochgeschleudert hatte. Musste ich Rackern killen, habe ihn gekillt, hat meinen Cooldown von der E und dann hat mich leider Zack gekillt. Well played. Ein 1 gegen 2 versus Darius fast verloren und das ist well played. Was ich eigentlich auch feiern unter Akali am Anfang so richtig stolz. Der wird jetzt halt seine Ehre einsetzen. Hm, was? Aus der Heimat. Oh, knapp. Dieses Schicksal verleiht mir Stärke. Hm.
Sollt nicht zu aggressiv rein. Der Rakan ist noch rausgeschafft. Ach komm, Junge, wer hat da jetzt wie? Wurde jetzt meine Dinge abgeblockt? Also for real, oh. Die Runde können wir echt aufgeben, also. Ja, weil, Digga. Die Gegner müssen aufgeben. Jetzt nur noch auf die Botlane gehen. 042, 136, Akali, 06 Sion. Neue Runde, erhöht den Einsatz. Die letzte Person, die mir nahe stand, fand mich zu leichtsinnig. Ich bin gut positiv, du bist positiv, kann man sagen. Was soll ich sagen? Die Ball geht unsere Botlane weiter reinfieden. Ach Gott. Kurz mal die Hand gehoben. Gehorsame yep. Frau. Damit sind sie alle mal ein bisschen abgehauen. Pass auf, deine Blutungsmash, du bist tot. Ach komm, Junge. Wie viel Lifestyle will er haben? Kleine Q. Ach komm. Alter, unsere Wei macht halt kein Damage. Du bist halt wieder zu Krieger rein. Nein, nein, ich hätte sie geholt. Ezreal ist ja weggeflasht. Ezreal hat ja, aber der Darius war halt noch da und ich hätte meine ganzen Abilities nicht ab. Hätte ich den Ezreal geholt, hätte ich meine E gehabt, hätte durch ihn durchgeflasht, hätte wieder Lifesteal dadurch bekommen. Hättest du mal, hättest du! Ja, ihm. Aber es ist halt rausgeflasht. Junge, wir haben Flash weggeused von denen. Also das bringt uns nicht. Das ist, hat sich nicht gelohnt, weil sie einen Triple Kill geholt haben. Ein Flash ist nicht im Vergleich zu einem Triple Kill. Und einen Dragon, den wir jetzt verloren haben. Ja, ist mir scheißegal, Junge. Ich hab die Runde schon aufgegeben. Ich geh aggressiv rein, das fuck, Junge. For real, wenn die Mates. Der. Wenn das jetzt will, kann er noch die ganze Zeit uns runterlaufen. Amüsieren wir uns. Dass er mit Geisterporo spielt. Wird zwar ein bisschen kritisch für ihn, aber ja, könnte er machen. Okay, kein Plan. Wow. Mein E hat nicht gehittet. Trotzdem. Die sterben. Aber nur eine Herausforderung verschafft dir einen Ruf. Da wird wahrscheinlich der Konter spenden. Ach nee, warum soll ich denn helfen? Die haben die Lane eh komplett verloren. Nichts ist tödlicher als Bequemlichkeit. Das kommt runter, Smash. Wir beide waren die Best auf Team. Die geben mir nicht mal Kill. Ja, geholt, aber ne? Schau mal, Yon, Jungle Diff. Was hat der Yon geschrieben? Also. Mann! Ich hab den meisten Damage im gesamten Game. Mhm. Swain. Ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz meiner Oma gratulieren. Ja, mach. Emotional Damage. Ich bin auch mal kurz weg.
Eis? Immer noch nicht jetzt. Perfekt. Ich bin erstmal in den Stream.